wir haben natürlich noch einen Gaststar da. Es ist dieser Mann, ich finde ihn wahnsinnig komisch, der hat immer so eine lustige Mütze an, hat so einen dicken Bauch und er freut sich und er erzählt in seinem Bühnenprogramm mehr Witze als andere in der ganzen Karriere. Freut euch einfach auf Markus Krebs! Ja, geil. Ja, ich bin froh, heute hier sein zu müssen, weil, nein, ich habe jetzt eine längere Beziehung beendet. Gut, war nicht meine. Ja, aber es ist so mit der Zeit, man wird ein bisschen älter, man wird wirklich Panne. Man kann das nicht anders sagen. Ja? Man kommt plötzlich auf Ideen, die hatte man früher nicht so. Ja? Ich habe jetzt in meinen Garten gekackt. Denn ein potenzieller Einbrecher denkt, er hätte einen großen Hund. Weißt du, ne? Oder letztes Jahr St. Martin, mal die Kinder bei mir singen, habe ich denen den Müll mitgegeben, war er weg. Ne? Man wird big. Ich bin in Duisburg, ich komme aus Duisburg, ich bin in Duisburg aus dem Bahnhof raus, da kommt mir eine Prostituierte entgegen, sagt so, hör mal, für 30 Euro mache ich alles. Die hat jetzt bei mir Laminat verlegt. Ne? Ja, im Alter lässt sich auch ein bisschen durchchecken. Ich war jetzt beim Arzt, ich mache eine Computertomographie, fahre in die Röhre rein, direkt wieder raus. Steht auf dem Bildschirm, bitte Flaschenboden zuerst. Ne? Ich gehe zum Arzt rein, sagt er, treiben Sie Sport? Ich sage, zählt Sex dazu? Sagt er, ja, nee, dann nicht. Aber ich hab meinen Arzt mal zur Seite genommen. Ich habe gesagt, Herr Doktor, ich habe echt ein Problem. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Hund. Sagt er ganz ruhig, legen Sie sich erstmal auf die Couch. Ich darf nicht auf die Couch, weißt du? Ja. Ich bin oft bei mir in der Kneipe, vorne sitzt immer Rudi. Rudi hat Schweren am Helm. Der ist auch jemand, der auf der Autobahn auch gerne mal links ranfährt. Ja. Rudi hat seine Freundin damals kennengelernt bei uns in der Kneipe. Damals war das Schubs- und Grabschabend. Und Rudi wurde schon geil, wenn ein Darmfahrrad sieht. Und sag, hör mal, das ist nicht dein Typ, die kann sehen. Aber hat sie angesprochen, kommt auf mich zu, ist am Grinsen, ich sag, was grinst du so, hast du deinen Puzzle fertig? Oder was? Sagt er, nee, da ist jetzt meine neue Freundin, ist sie nicht hübsch? Ich sag, das ist richtig, die ist nicht hübsch. Ja, aber hat sie ins Kino eingeladen und haben Film auch wieder abgeholt. Ne? Ja. Aber überhaupt, dass er eine Freundin gefunden hat. Der hat eine Wohnung. So. Ich habe den mal zu Hause besucht. Ja, der hat eine Katze. Jetzt hat er keinen Bock gehabt, das Katzenklo zu machen. Hat immer nur nachgekippt. Ja, ich komme da rein und begrüße die Katze auf 1,80 Höhe. Ne? Ja. Aber die Frau, die war nett. Im Gegensatz, die Ex war nicht nett. Die hat er kennengelernt bei uns in der Bäckerei. Ja, der kam so in eine Bäckerei. Kam jemand rein, Entschuldigung, ist das hier das Ende der Schlange? Sagt er, nee, wir stehen alle verkehrt rum, du bist dran. Aber er kam mal dran, sagt er, was ist das da vorne für ein Brot? Sagt sie, ein halbes. Sagt sie, ich brauche außerdem noch einen Liter Milch. Sagt sie, ich habe nur Fettarme. Sagt sie, ich brauche aber einen Liter Milch. Aber sie gefiel ihm gut, sagt er, darf ich dich heute Abend zum Kaffee einladen? Sagt sie, ja, gegen sechs, sagt er, nee, nur so. Aber das war, also die hatte einer am Helm hundertprozentig. Ich hatte gesagt, zwei Dinge haben mir am Leben schon so manche Tür geöffnet. Ich sag, was, die Schilder drücken und ziehen? Oder was? Nee, gutes Aussehen und die Humor. Ich sag, für dein Aussehen brauchst du Humor, glaub mir das. Und die hatten Unterhaltung. Schatz, wer ist mal die Gebäude, die geschützt werden müssen? Sagt er, denk mal. Ja, mach ich, komm nicht drauf. Ja.
aber die beiden sind nicht mehr zusammen. Er hat sie mit jemand anders im Bett erwischt. Ne? Er kam ins Schlafzimmer rein und sagte, was geht dir vor? Und der Typ, deine Uhr. Und sie sagt, Schatz, ich kann dir alles erklären. Ja, dann erklär mal abseits. Aber jetzt hat er eine neue Freundin, also neue Geschichten, die werde ich beim nächsten Mal erzählen. Vielen Dank!